Herzlich willkommen in der Wallumnetia. Vor vielen, vielen Jahren sind der Grossteil der Einwohner von Wallumnetia Bauern. Da es in diesem Tal sehr viel Sonne hat, haben die Bauern natürlich Ackerbau betrieben. Das heisst, sie haben Korn abgepflanzt. Der Mulli Bin hat auch in dieser Zeit gelebt. Und genau von ihm und seiner Familie möchte ich dir gerne drei Geschichten erzählen. Der Vater von Mulli Bin hockt auf einem Bänkli vor dem Haus, raucht eine Pfeife und schaut aufs Feld. Der Mulli Bin kommt auf Holzstelzen ums Eck. Papa, schau, jetzt kann ich's! Ja, super, Mulli Bin! Der Mulli Bin hockt zu seinem Vater aufs Bänkli. Papa, was bist du am Überlegen? Am Überlegen? Bin ich gerade nichts, Mulli Bin. Ich schaue nur unsere Felder an und frage mich, wie lange es noch geht, bis der Schnee weg ist. Letzten Winter hat es halt schon gerade ein bisschen viel Schnee gegeben. Der ist sicher bald weg, Papa. Ja, hoffen wir's. Dann können wir nämlich aufs Feld und unser Korn anpflanzen. Der Schnee ist geschmolzen und die Felder sind trockener geworden. Heute ist der Tag. Der Tag, um das Korn anpflanzen. Die ganze Familie hockt am Morgentisch. Es gibt feines Holz auf dem Brot, Alpkäse, Speck und Salsitz. Der Mulli Bin isst ein Stück Brot und trinkt eine Tasse warme Milch mit Honig. Ist genug, Mulli Bin. Heute gibt's einen strengen Tag. Mama, wenn du so feine Sachen auf Tisch isch, ist schwierig zum nicht zu viel essen. Ja, vielleicht schon, ja. Die Mama von Mulli Bin packt jetzt noch ein paar feine Sachen in ein Stofftuch. Für den Znüni, zum Mittag und zum Feri. Der Vater und der Mulli Bin sind schon auf dem Hof alles am Vorbereiten. So, Mulli Bin, schau, das ist der Ackerpflug. Den müssen wir jetzt hier auf unseren Holzwagen laden. Hau! Oh. Au! Au! Jetzt haben wir es geschafft! Ja, Papa, ist der schwer! Ja, gell? Und mir dunkt's, er wird jedes Jahr schwerer. Der Ackerpflug ist auf dem Holzwagen verladen. Jetzt binden sie noch ihre zwei Rosse. Hildegard und der Konrad vorne dran. Und dann geht die ganze Familie zusammen aufs Feld. Auf dem Feld ankommen, laden sie den Ackerpflug ab. An dem Pflug hat es zwei Rädchen und wie eine grosse Schaufel. Vorne wird jetzt ein Ross angebunden und der Papa von Mulli Bin gibt dem Ross den Befehl zum Starten. Hopp, Konrad! Das Ross zücht den Ackerpflug und die Schaufel grabt sich in den Boden rein. Der Vater von Mulli Bin fährt mit dem Ackerpflug hin und her und hin und her, bis das ganze Feld umgraben ist. Jetzt ist der Boden viel lockerer. Dort, wo der Boden schon umgraben ist, fängt der Mulli Bin und seine Mutter mit dem Säen an. So, schau, Mulli Bin, da ist ein Eimer mit Kornsamen. Danke, Mama. Jetzt nimmst du den Eimer unter den linken Arm. Jawohl. Und mit der rechten Hand nimmst du eine Handvoll Kornsamen und wirfst sie mit Schwung aufs Feld, sodass sie sich schön verteilen. Okay, mit Schwung aufs Feld werfen. Hey, hip. Hey, hip. Ist das gut so, Mama? Perfekt! Super machst du das, Mulli Bin! Das ganze Feld ist gepflugt und angesagt. Jetzt hofft die Familie auf einen guten Sommer, dass das Korn schön mag wachsen.